Ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Der ehrgeizige Kunsthistoriker und Journalist Sebastian Zöllner wartet immer noch auf den Karrieredurchbruch und schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Doch dann wittert er seine große Chance. Er will eine Biografie des blinden Malers Manuel Kaminski verfassen. Da rollt ein Kaminski-Tsunami auf uns zu. Er muss natürlich noch sterben. Kaminski war einst Zögling von Picasso und Matisse, aber inzwischen ist sein Weltruhm längst verblasst. Zöllner will den Künstler aus der Vergessenheit reißen, doch die Zeit drängt, denn Kaminski ist hochbetagt. Sie sind mein Biograf. Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Mein Vater braucht Ruhe. Davon wird er ja wohl bald genug haben. Natürlich ist Ihr Vater die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Wie kommen Sie voran? Großartig. Also lädt der Journalist, der berechtigte Zweifel an der Blindheit des Malers hegt, sich kurzerhand selbst zur Recherche bei Kaminski ein, der sich in einem abgelegenen Chalet in den Alpen verschanzt hat. Sebastian Zöllner, allein mit dem größten Maler der Welt. Einem der größten. Einem großen. Ich und Kaminski. Dieser Sebastian Zöllner trägt ein riesiges Ego vor sich her, ist ein Vollblutzyniker und Kotzbrocken. Zudem lässt er kein Fettnäpfchen aus. Es ist Kaminski, der Zöllner schließlich zwingt, sich selbst und seine Lebenslügen zu reflektieren. Bald ist keine Spur mehr von der Karikatur zu sehen, stattdessen gesellen sich zu Witz und Komik plötzlich Melancholie und Tiefsinn. Na, Sebastian Zöllner ist so ein Typ, der eigentlich ein verlorener, armseliger Charakter ist, der davon träumt, anerkannt und respektiert zu werden und groß zu sein. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Regisseur Wolfgang Becker und Hauptdarsteller Daniel Brühl. Vor 12 Jahren haben sie Goodbye Lenin gemeinsam in Szene gesetzt. Ich war mit 22 ja noch echt ziemlich grün hinter den Ohren. Und dank des Erfolges von Goodbye Lenin ging das beruflich ganz schön weiter in diesen 12 Jahren. Als Schauspieler und als Person, ja, bin ich jetzt einfach reifer an dieses Projekt rangegangen. Es ist seltsam, Sie in meinem Leben zu wissen. Seltsam und nicht angenehm. Wow, die blinde Serie. Sie sind berühmt. Berühmt sein heißt, jemanden wie mich zu haben. Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie lebt. Wir fahren hin. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Das ist Manuel Kaminski. Der lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht bald setzen kann, dann stimmt das. In seiner humorvollen Satire Ich und Kaminski seziert Filmemacher Wolfgang Becker ironisch die Kunstszene, um am Ende zu universellen Einsichten zu gelangen. Du hast gesagt, dass ich noch eine Chance hätte. Wie meinst du das? Frag ihn. Er ist der erste Mensch, den ich kenne, der dich scheinbar mag. Mir ist alles egal. Ich will nur nicht, dass er stirbt. Was wollen Sie erreichen in Ihrem Leben? Ja, Kaminski.